Hallihallo und da meine kleinen Videos zum Linux-Terminal. Ganz gut ankommen, habe ich mir gedacht, dann machen wir was. Wo auch für alle was dabei ist. Für diejenigen, die lieber am Terminal arbeiten und für diejenigen, die auf dem Desktop auch was sehen wollen. Was wollen wir denn sehen? Full Name. Gut, unter Ubuntu 14.04 bin ich hier. Man sieht es nicht und das ändern wir, ne? Natürlich gibt es Befehle, das anzuzeigen, aber in den Systemeinstellungen könnten wir folgenden Trick machen. Wir haben den Benutzer, ne? Den Benutzer. Hier hat der Benutzer einen Full Name, einen, ja, kompletten Namen, den ich frei ändern kann. Zum Beispiel auch in Test. So. Und diesen Namen können wir oben in der Menüleiste anzeigen lassen. Jetzt steht da Test, ne? Wenn ich anders mache, ne? Kann ich das einfach da hinschreiben. So, dieser Fullname hat eigentlich keinen Effekt sonst auf mein System, außer dass ich den beim Login sehe und hier unter Ubuntu 14.04 auch im oberen Panel. Ne? Jetzt haben wir die Möglichkeit, da was hinzuschreiben und das machen wir heute mal. So, was haben wir denn? Uname-A, das ist meine Version, die ich habe, LSB. Release minus A. Wir sind hier unter Ubuntu 14.04 LTS Trusty, ne? Und das sehen wir eigentlich gar nicht so. Und mein teuflischer Plan ist, dass beim Systemstart hier anstelle meines Fullnames, der eigentlich so gar nicht mehr wirklich genutzt wird, außer beim Login, dass ich den sehe und dass ich den oben im Panel sehe, den zu missbrauchen, dass da Ubuntu 14.04 LTS steht. Wie machen wir mal Who am I? Na, da sehen wir zum Beispiel, ich bin, egal was ich da oben hinschreibe, the Rackrunner hier im System. Ja, mein persönlicher Ordner, ls, sehe ich, cd, Punkt, Punkt, ls, egal was ich da oben hinschreibe, ne, sehr groß geschrieben, Leerzeichen, the Rackrunner, hat keinen Effekt auf meinen Benutzernamen und das ist gut. Ja, das wollen wir so. Cd. Clear. So. Fullname ändern. CHFN. Machen wir minus minus help, um uns mal die Optionen anzeigen zu lassen. Full Name, vollständiger Name. Minus F ist die Option. Vollständigen Benutzernamen. In der vollständigen heißt, das ist eigentlich nur ein Kommentar. Sieht man auch, wenn man sich zum Beispiel die Passwortdatei anzeigen lässt. Grab. Filtern wir mal raus, nur meinen Namen, U, M, I. Da will ja nicht alles in meiner Passwortdatei sehen. E, C, C. Pass, W, D. So, jetzt suche ich also mit grep in der Datei, etc. Pass, W, D. Nach meinem Namen. Dollar, U, M, I bedeutet, setze da The Rackrunner ein. No. Haben wir oben mal gemacht. So. Und hier sieht man den tatsächlichen Fullname, der wird nämlich dort physisch abgelegt, ne? The Rackrunner. Da landet der physisch. Und der korrekte Befehl, um diesen Fullname zu ändern, ist chfn. Nun, da diese Passwortdatei natürlich nicht von jedem geändert werden sollte, sondern nur von Leuten mit Rootrechten, sudo davor schreiben, ne? Macht mich zum Super-Dua, ne? Wollen wir mal das so machen, chfn. Und wir haben ja oben gesehen, es gibt die Option minus F. Ne? Minus F hängen wir dran. So, und jetzt kommt ein freier Text, den ich frei bestimmen kann. Und da muss der Benutzername noch dahinter. The Rackrunner. Ne? Was hier zwischen steht, zwischen den Anführungsstrichelchen, ist piep egal. Ne? Hallo. Das ist ein Test. Enter. Und wir sehen jetzt mal oben, da steht Hallihallo, das ist ein Test. Ne? Ist genauso, als hätte ich hier in den Systemeinstellungen unter Benutzer. Hallihallo, das ist ein Test hingeschrieben. Ja? Als Kappes, weiß ich, alles nur Kappes. So, Kappes, jetzt habe ich das mal so geändert. Wir könnten mal wieder zurückgehen und gucken. Da steht in der Passwortdatei tatsächlich Kappes, alles nur Kappes. So, alternativ kann man auch mit sudo usermod minus C den Kommentar ändern in was weiß ich. Scheißegal.
und dann den Benutzernamen. So, gucken wir doch mal mit Grep rein. Dann steht da was weiß ich drin. Empfohlen wird aber chfn, ne? Wenn es schon einen Befehl gibt, von change fullname, dann sollten wir den auch nutzen. So, wie kriegen wir das jetzt hin, dass beim Systemstart da oben Ubuntu 14.04 steht, anstelle des Benutzernamens lsb release. Wir probieren erstmal schrittchenweise aus. Release minus d zeigt mir Ubuntu 14.04 LTS hin, lsb release minus d, dann das Pipe-Symbol. Haben wir in diversen Videos schon gelernt, dass dann der ausgegebene Text hier, Description, Doppelpunkt, Leerzeichen, Ubuntu, bla bla bla, weitergeleitet wird zu einem weiteren Befehl, und das wäre cut. Cut hatte ich auch schon mal gezeigt. Und cut schneidet nur das Feld 2 aus, und da kommt da Ubuntu 14.04 LTS raus. Oben haben wir schon mal gesehen, dass ich mit so Klemmerchen, ne, einen Platzhalter machen kann, anstelle Who am I auszugeben und dann dort Grep the Rackrunner einzugeben, könnte ich auch einen Platzhalter machen. Gut. Jetzt wollen wir Folgendes machen. Jetzt machen wir das erstmal manuell hier im Terminal, sudo change den Full Name ändern. So, in was? Na, jetzt kommen die komischen Strichelchen, wo ich irgendwas eingeben kann und dann der Benutzername der Rackrunner. So, da rein soll jetzt das, was wir da schon mal gemacht haben, das hier. Das fügen wir da ein. So, jetzt sehen wir, das hat nicht funktioniert. Warum hat das nicht funktioniert? Da steht jetzt der ganze blödsinnige Spruch drin. Weil vergessen, das Dollarzeichen, Klammer auf, das zeigt an, dass das hier, was in Klammern steht, ne, Dollar, Klammer, als Befehl ausgeführt werden soll und nicht als reiner Text dort eingefügt werden soll. Und jetzt steht da hoffentlich Ubuntu 14.04 LTS direkt drin. Ne? Sehr schön. Benutzer steht jetzt Ubuntu 14.04 LTS. Sehr schön. Wir haben also eine Möglichkeit gefunden, mit diesem Konstrukt automatisch die entsprechende Ubuntu-Version anzeigen zu lassen in unserem oberen Panel. Nun, angenommen, ich hätte jetzt ein Update gemacht und es gäbe jetzt mittlerweile Ubuntu 16.04, dann sollte sich das doch automatisch ändern, ne? Da will ich den Spruch, ne, bis in 2 Jahren habe ich den längst vergessen, dann sollte sich dieser Spruch dort automatisch ändern. Und dafür nehmen wir eine Datei, die automatisch mit Root-Rechten ausgeführt wird. Warum mit Root-Rechten? Ja, brauchen wir, ne? Etc. Und da gibt es sudo nano rc.lokal. Diese Datei rc.lokal wird ausgeführt. At the end of the each multi-user run level. Also im Prinzip wird die mit Root-Rechten ausgeführt. Und ich kann das beim Systemstart, also beim Rechner Neustart ausführen lassen. Hier habe ich das schon mal eingefügt. Das muss vor dem Exit stehen, also nicht hinter dem Exit. Gut, und das obere sind nur Kommentare. Da habe ich das jetzt gemacht, was wir gerade schon gesehen haben. Das sudo kann ich weglassen, weil ich bin ja in dem Moment, wo der Rechner hochstartet, auf dieses Skript hier, auf diese kleine Textdatei trifft. Da ist der Rechner, der es ausführt, ist dort root. Also kann ich das sudo weglassen. Ich sage change fullname minus f, da sage ich nochmal definitiv, ich will jetzt tatsächlich den Namen ändern und nicht die Telefonnummer und nicht die Büronummer und was es sonst noch gibt. Dann in den Anführungsstrichelchen kommt unser Befehl, den wir ankündigen mit Dollar, Klammer auf und Klammer zu. Darin steht wiederum lsb release minus d, das gibt aus Ubuntu 14.04 LTS. Wird weiter gepiped an cut. Cut schneidet vorne das Wort weg, description oder wie auch immer, was davor steht. Und das Ganze wird dann als Text hier eingefügt zwischen den Klammern. Und der Benutzer, den muss ich angeben, ne, das ist der Rackrunner, für den das geändert wird. Das heißt, beim nächsten Neustart wird automatisch Ubuntu 14.04 LTS bei mir hier oben
angezeigt. Sollte sich im Laufe der Jahre meine Ubuntu-Version ändern oder ich habe Ubuntu 14.10 oder ähnliches, dann wird beim Benutzer The Rackrunner automatisch beim Start oben Ubuntu 14.10 angezeigt. Steuerung O speichern, Steuerung X beenden. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.